Okay. Damit herzlich willkommen zum Let's Play zu Disney's Pirates of the Caribbean oder besser bekannt in Deutschland als Fluch der Karibik. Das Spiel zum Film. Ihr habt schon gemerkt, eine Sprachausgabe existiert nicht. Das gab es erst ab Lego Batman 2. Lustig sind die Sequenzen, aber wie man hier sieht, trotzdem. Man sollte den Film oder die Filme kennen, um auch alles zu verstehen. Denn das Spiel dreht sich um Film 1 bis 4, also die komplette Reihe. Einiges wurde hier schon geschnitten, aber das erkläre ich alles noch später. Und da ist er auch schon, unser Jack Sparrow. Ich gehe mal davon aus, die meisten von euch werden den Film ohnehin kennen. Brauchen die Erklärungen nicht. Auch ich weiß nicht mehr alles. Vor allem, weil ich den dritten Film abgebrochen habe und den vierten erst gar nicht angerührt habe, weil ich ihn so schlecht fand. Aber ich glaube, ich werde es nachgucken für dieses Let's Play. Ich werde mal das ganze Schiff zerstören. Idiot. Aber ich liebe die Szene. Und Jack, gespielt von Johnny Depp. Und die Frau da, das ist Elizabeth. Die gleiche, die auch schon gerade auf dem Schiff zu sehen war und die Münze an sich genommen hat. Diese Münze spielt eine große Rolle, dazu gleich mehr. Sie sendet gerade eben ein Signal an die Black Pearl aus. Das Schiff von Jack Sparrow. Aber er hat es verloren. Seine Crew meuterte und ist zu seinem Erzfeind Barbossa übergelaufen. Jetzt versucht er, das Schiff wieder zu bekommen. Rettet aber erstmal das Leben von Elizabeth. Naja, aber er ist ein gesuchter Pirat und deswegen wird er trotzdem festgenommen. Denkste. Oder? Nein. Er war klug genug, sich zu verstecken. Gute Idee. Überall wird er gesucht. Bleibt also nur das Versteck in einer Scheune. Aber hier sehen wir Will Turner. Ein ebenfalls sehr wichtiger Charakter. Der macht eine Ausbildung zum Schmied und geht richtig krass mit seinem Ausbilder um. Ich glaube zumindest, das ist sein Vorgesetzter. Weiß ich jetzt nicht. Hier beginnt das Spiel, schön. Ich spiele es blind, ich habe keine Ahnung, was in dem Spiel passieren wird. Außer, dass es halt den Film nacherzählt. Also von daher weiß ich es indirekt schon. Wobei ich mich nicht mehr wirklich so erinnern kann an die Filmstory. Ich habe mich aber trotzdem informiert, um nicht völlig dämlich dazustehen. Naja, auf jeden Fall ist es so, Jack Sparrow, das haben sie gar nicht gezeigt, hat sein Schiff verloren, seine Crew meuterte, eine Karotte,
für den Esel. Hier, nimm. Und ist zu seinem Erzfeind übergelaufen. So, dann wurde Jack auf eine einsame Insel verfrachtet. Zusammen mit einer Pistole. Weil es gibt so eine Art Piratengesetz. Aha. Dass man immer eine Pistole mit einem Schuss bekommt, um... So, das muss erstmal repariert werden. Um nicht zu verhungern oder sich selbst umzubringen. Wir haben wieder hier die Möglichkeit, zwischen den Charakteren zu wechseln. Also, ja, Will, glaube ich, kann das nicht machen, sondern der Mr. Brown. Genau, der Mr. Brown ist dafür zuständig, das wieder in Ordnung zu bringen. Hat er auch sehr gut gemacht. Allerdings brauche ich jetzt gleich mal den Will Turner, um das wieder zusammenzubauen. So, ich weiß gar nicht, was das für eine komische Apparatur ist, aber auf jeden Fall hat Jack das Ganze kaputt gemacht und natürlich müssen wir es deswegen reparieren. Will ist ein guter Kämpfer, der kann seine Axt schmeißen, wie man gerade gesehen hat, hier zack, auf Gegner oder Gegenstände, um so mit Stats zu bekommen. Natürlich spielt Geld in diesem Spiel wieder eine große Rolle. Und es gibt auch wieder rote Steine in Form von roten Hüten, wo man wieder Cheats freischalten kann. Mal schauen, ob ich die alle finden werde. Ich hoffe, es ist nicht so schwer. Wenn ja, dann mache ich es. Aber wenn da viele Sidequests benötigt werden, dann nicht. Weil es wird wie immer kein 100% Lego-LP. Das ist bei Lego-Spielen einfach sehr schwer und lame. Habe ich keinen Bock zu. Wir genießen lieber die Story. Schmieden uns gerade einen Säbel. Und dann kriegen wir auch schon Besuch von Jack, der sich gerade am Arsch verbrennt. Aua. Das tut weh. Wie er angibt. Das würde ich jetzt eher nicht zeigen. Idiot. Na toll. Wow. Das war knapp. 1 gegen 1. Boah, wir sind eigentlich schon voll weit im Film irgendwie. Also die haben einiges übersprungen. Wie gesagt, er wurde ausgesetzt, ist dann aber nach Port Royal gekommen. Sehr wichtige Handels- und Piratenstadt. Das Zentrum der Karibik, so gesehen. Und möchte nun hier... Was wollte er nochmal? Ich glaube, er wollte sich ein neues Schiff kapern und damit dann seine Black Pearl wieder zurückerobern. Und dann ist halt das Ganze mit Elizabeth passiert. Die hat übrigens einen Heiratsantrag von diesem Commodore bekommen. Commodore North Willington oder wie der hieß. Sorry, keine Ahnung, schieß mich tot. Allerdings konnte sie das nicht mitbekommen. Sie ist ja ins Wasser gefallen, weil ihr Kleid zu fest zugeschnürt war. Warum auch immer, das finde ich ziemlich lame. Aber gut. So, Sparrow. Wir müssen gegen Jack kämpfen, das ist nicht so cool. Ich mag den eigentlich, voll geiler Charakter. Aber jetzt ist er mein Gegner. Verdammt, wieso kriege ich keine Hilfe vom Will? Vielleicht muss ich auch eher mit dem Will kämpfen, weil der ist stärker. Komm, geh mal du hoch. Ich mache alles mit dem Ausbilder. Und der Azubi da unten rührt keinen Finger. Eigentlich ist es doch immer andersrum. Die Azubis müssen jeden Dreck erfüllen. Kaffee kochen, Post holen. Und das sind schon 50% der Aktivitäten. Nein! Oh, fuck. Warum bin ich denn gesprungen, ich Depp? Ich hätte außen rumgehen sollen. Naja. Hilfe. Mein lieber Jackie. Du wirst diesen Kampf verlieren. Aber wie soll ich darüber kommen, ohne runterzufallen? Okay, gut. Nimm den und den. So, seine Lebensanzeige ist da in der Mitte zu sehen. Jetzt flüchtet er. Das ist mal wieder typisch. Und wie er läuft. Habt ihr gesehen, wie er läuft? Er läuft genauso wie im Film. Also, besoffen so gesehen. Ha, besiegt. Ein sehr lustiger Charakter. Er ist eigentlich stets besoffen. Man kann ihn nie ernst nehmen, aber er ist trotzdem ein Meisterpirat und eine sehr sympathische Person. So, was jetzt noch sehr wichtig war, ist, nachdem die, nachdem die alle gemeutert sind, sind sie zusammen mit diesem Barbossa in eine Höhle gekommen, haben dort einen Schatz gefunden. Allerdings war dieser Schatz verflucht. Jeder, der ihn berührt, wird zu einem Untoten, also einem Zombie so gesehen. So lange, bis nicht alle Münzen von diesem Schatz wieder beisammen sind. Und ja, nun hat Jack das Problem, dass auf seinem Schiff Untote sind, nämlich seine Crew. Da gibt es auch wieder verschiedene Charaktere, wie der mit dem Auge, der ist ganz geil. Und ja, die wollen natürlich jetzt die fehlende Münze, die Elizabeth hat, wieder zurückholen.
damit sie in Ruhe sterben können. Oh, der Arme. Er wird definitiv wiederbelebt. Immer im Mondschein verwandeln die sich, glaube ich, in Monster. Wobei, es ist gerade Mondschein, komisch. Egal, auf jeden Fall verwandeln die sich bei Nacht, beim Mondschein, das ist ganz sicher. Und die Münze, die hat eben die Elizabeth an sich genommen, vom Will. Hat man ja gesehen im Intro, wo sie so Angst hatte. Jetzt soll er ihn retten, klar. Ja, sie hat die Münze an sich genommen, einfach so, heimlich. Und ja, die Münze ist ins Wasser gefallen und hat dann eben so einen Impuls ausgesendet. Das hat man ja gesehen. Und das hat die Black Pearl aufgenommen. Und deswegen sind jetzt die ganzen Untoten gekommen und stürmen Port Royal. Jack Sparrow ist eingesperrt. Aber ja, wir haben gerade noch gekämpft, ja, Leben und Tod. Aber jetzt sind wir dabei, ihm zu helfen. Ist klar. Naja, gut. Der Will ist nett. Und ein Hundi. Hallo, Hundi. Ups, ich wollte dich nicht killen, sorry. Fast hätte ich ihn getötet. Alles klar, was muss man noch machen? Hä? Kann man den Hund spielen? Weil der muss da rein. Das ist so ein kleiner Durchgang für einen Hundi. Okay, dann muss ich erstmal eine Möglichkeit finden, ihn zu steuern. Einen Knochen will er haben. Natürlich. Was denn auch sonst? Hier ist eine Menge Kohle. Nehme ich alles mit. Warum nicht? Oh, oh, Skelette. Wobei, das ist gut. Denn Skelette haben Knochen. Bekanntlich. Da kann man, glaube ich, erst zu einem späteren Zeitpunkt rein. Aber das hat wieder mit einem Sidequest zu tun. Welches wir nicht machen werden. Tatsächlich, jetzt können wir den Hund spielen. Der ist allen Ernstes ein Teammitglied. Das ist ja wie bei Call of Duty Ghosts. Nee, Schmarrn, ey. Okay. Gehen wir hier durch. Ah, ich sehe schon. Der muss das da runterstoßen. Irgendwelche Bretter. Ich weiß gerade noch nicht, was ich damit anfangen kann. Oh, wir können sogar jetzt schon den Jack spielen, oder? Nee, können wir nicht. Hätte auch wenig Sinn. Ah, doch, können wir. Können wir schon. Hätte aber wenig Sinn, weil wir sind schließlich hier eingesperrt. Und von innen kann er sich wohl kaum befreien, die arme Sau. Okay, dann lasst uns mal zusammen rausfinden, wie wir ihn da rauskriegen. Wir haben jetzt das hier. Was kann ich damit machen? Ist das irgendwas Besonderes? Ach, da muss das hin. Ja gut, da krieg ich jetzt ein bisschen Geld. Hä? Hä? Okay, ich weiß nicht wie, aber auf jeden Fall ist er frei. Wir können hier, wenn wir wollen, die Targets abschmeißen und können somit dann die Skelette befreien. Wobei es denen jetzt auch nicht mehr viel nutzt. Sie sind ja bereits tot. Hat auch wieder mit einem Sidequest zu tun, alles klar. Wollen wir nicht machen. Jetzt können wir endlich den Jack spielen. Wurde auch Zeit. Jack Sparrow. Oh, und wie er läuft. Ist das geil. Genau wie im Film. Nächstes Sidequest. Also wer die Filme noch nie gesehen hat, zumindest den ersten und den zweiten sollte man sich anschauen. Das sind wirklich geniale Filme. Und ich finde die Lichteffekte auch ziemlich gut. So alt ist das Spiel nicht. Von 2011 ist es. Es erschien an meinem Geburtstag. 12.05.2011. So. Und wir spielen es auf der PlayStation 3, habe ich auch noch gar nicht gesagt, bei lauter Story. Das ist mein erstes PlayStation Let's Play. Warum? Ist ganz einfach. Die Grafik ist hier nun mal neben dem PC am besten. Und die Wii-Version schaut nicht wirklich gut aus. Deswegen wollte ich lieber eine grafisch gute Version spielen, wenn ich schon die Möglichkeit dazu habe. So. Obwohl die Wii-Version die erfolgreichste war, im Übrigen, die hat sich 1,41 Millionen Mal verkauft. Die PlayStation 3-Version nur 800.000 Mal. Also in etwa um die Hälfte weniger. Und ja, insgesamt kommt das Spiel auf etwa 4,8 Millionen Verkäufe. War also auf jeden Fall ein Erfolg. Gepublished von Disney natürlich. Und entwickelt, wie immer, von Telltale Games. So, jetzt haben wir auch das runtergenudelt, jetzt wisst ihr Bescheid. Okay, erster Tod. Ziemlich geil. Wir wollen eigentlich raus, aber warum er da jetzt stirbt, ist mir nicht ganz klar. Ich aktiviere mal jede Fahne. Weiß nicht, ob das irgendeinen Sinn hat, aber ich mach's einfach mal. Anscheinend schon. Zumindest bei der blauen. Ne, ernsthaft, wir müssen mal gucken, was... Ah, hier ein Fass. Ist das ein... Ja, nicht der Hund! Wieso können wir einen Hund spielen? Das frage ich mich immer noch. Das macht keinen Sinn. Aber ich komme besser mit der Steuerung zurecht, als ich dachte. Okay, das nehme ich zurück.
Entschuldigung. Denn so viel PlayStation spiele ich nicht. Nur ein bisschen GTA 5. Und ja. Ansonsten habe ich mir ein paar Spiele geholt, die ich halt let's playen will. Vor allem Lego Games. Alter, ich habe den geköpft. Was geht? Das Spiel ist ab 6. Oder? Stand zumindest auf der Verpackung. Naja. Lass das mal einfach mal so stehen, ne? Warum nicht? Ich find's ja gut. So, wir sind gerade dabei, aus Port Royal zu flüchten, glaube ich. Also zusammen mit Will. Wir müssen unentdeckt hier raus. Und wenn wir entdeckt werden, dann müssen wir halt alle umbringen. Oh, scheiße. Da oben ist eine Wache. Und wieder ein Fass. Ich muss mal gucken, wo muss das hin? Oder warte. Ich schaue erstmal den Strand an. Da ist nämlich auch noch ein Fass. Oh mein Gott. Hier kannst du was zusammenbauen. Sandburgen wie in Lego City oder was? Tatsächlich, genau die gleichen. Nee, komm, darauf habe ich keine Lust. Aber ich laufe so geil wieder mal. Oh, ein Kompasszeichen. Ups, falscher Knopf. Ja, das kann hin und wieder noch vorkommen. Wie gesagt, ich spiele nicht so viel PlayStation, deswegen manchmal komme ich noch nicht so wirklich zurecht. Er zeigt nach Norden und das, obwohl Jack Sparrows Kompass eigentlich nicht nach Norden zeigen kann. Warum auch immer. Mit so einem ganz billigen Layman. Und warum bemerkt mich diese Wache nicht, bitte? Oder bin ich jetzt gerade geschützt, wenn ich meinen Kompass nutze? So, was habe ich jetzt hier bitte gefunden? Bretter! Die der Hund nehmen muss? Bitte? Na dann, Hundi, mach mal. Ach so, er muss es erstmal ausgraben. Okay, ich dachte, das hätte Jack schon gemacht. Aber die faule Sau, die macht ja gar nichts. Naja. Trotzdem ist er einfach ein netter Kerl. Ich schlag jetzt mal kurz die Wache hier zusammen. Tschüss, gesterben. Boah, wurde der gekillt, Alter. Was gibt's denn hier? Können wir auch schwimmen? Cool, das konnte man ja noch nie. Also zumindest nicht bei den Spielen, die ich so gezockt habe. In Lego City? Oder? Ah, doch, doch, konnte... Fuck. Da ist eine Abgrenzung, die man nicht überschreiten sollte. Das habe ich jetzt schon mal gemerkt. Doch, auch in Lego City konnte man schwimmen, fällt mir gerade ein. Zwar nicht immer, aber man konnte es. Was? LOL! Sich von einem Hai fressen zu lassen, ist ein Achievement. Ist geil. Okay. Ich glaube, dass dieses Ding darüber muss. Okay. Moment mal, wir können ja Charaktere damit überrollen. Was passiert, wenn ich das mit dem Hund mache? LOL! Auch geil. Sorry. Hab mich verschluckt. Das war so episch mit dem Hund gerade. Och, komm. Super, jetzt nur weil ich so viel Bock hatte, den Hund platt zu walzen, komme ich dann nicht mehr rüber. Das ist der Fluch der Peter. Ach komm, bellst die auch gleich mal tot hier. Alle sofort gekillt. Scheiße, der hat eine Kanone. Das macht ihn natürlich besonders gefährlich. Und die sind irgendwie auch noch gar nicht gestorben. Scheiße! Zieht das viel ab? Ich glaube, ich spinne. Stirb jetzt! Nicht der Hund, sondern der Assi. Och, Mann. Warte, wenn er liegt, dann ist es egal. Dann mache ich halt hier meinen Job. Geh auf. Mann, Jack, kill ihn. Oh, du Idiot. Meine Güte. Alles muss man selbst machen hier. Aber wir sind durch. Glaube ich. Sieht ganz gut aus. Ja, das erste Level macht auf jeden Fall schon mal großen Spaß. Das Spiel macht einen guten Eindruck. Klar, es ist schade, dass es keine Sprachausgabe gibt, aber das ist bei den alten Lego-Games nun mal normal. Trotzdem haben wir eine wunderschöne musikalische Untermalung und verdammt, da ist noch jemand mit einer Kanone. Vielleicht sollte ich mal abhauen. Ist eine ganz gute Idee, ne? Hier schnell was bauen. Was zum Henker ist das? So. Da war nochmal ein Tausender. Okay. Man kommt hier auch ganz gut an Geld, wie man sieht. Wir haben jetzt schon 44.000 Stats. Was zum Teufel? Musikalische Untermalung ist ganz schön. In den Leveln selbst könnte es allerdings noch ein bisschen besser sein. Denn jetzt merkt man erstmal, wie toll diese ganzen kleinen Sätze waren, die die Charaktere immer mal wieder in den Leveln gesagt haben. Das hat dem Ganzen einfach noch mehr Leben eingehaucht. Das fehlt hier jetzt leider, weil die Sprachausgabe nun mal nicht existierte.
Aber dafür bin ja ich da, ne? Schön viele Fische. Zum Glück sind das keine Piranhas. Und ich bezweifle irgendwie gerade, dass das klappt, was wir hier gerade tun. Mit dem Fass, weil normalerweise müsste das doch aufschwappen. Gut, wenn man das von innen festhält, dann könnte es sogar klappen. Dass das nicht nach oben geht. Ey, Jack, du hast doch keine Tarnung, du Trottel! Ach, super. Wieder mal hat er alles versaut. Ich wollte mich da anschleichen und was ist passiert? Der kommt da einfach hochgejumpt. Ohne Schutz, ohne allem. Natürlich sehen mich dann die Wachen, aber... Naja. Früher oder später hätten sie es wahrscheinlich eh gecheckt. Wo geht's hier lang? Oh, stirb! Das ist ja schon ganz schön brutal, du. Wie wir die auseinandernehmen. Aber hier ist nichts. Außer ein lilaner Stat, der gibt... Oder? Doch, ich glaube, es ist ein lilaner. Der gibt 10.000. Normale Stats. Aber wir sind jetzt nicht so geldgeil, ne? Wir lassen das jetzt einfach bleiben. Ich glaube, wir müssen uns hier jetzt ein Schiff besorgen. Aber fragt mich nicht, wie. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wie es weitergeht. Moment mal. Jake, hast du eine Ahnung? Kannst du irgendwas mit diesem Ding hier machen? Weil das sieht nämlich sehr sonderbar aus. Ah, okay. Wir müssen etwas... Ach so. Oh, ich bin doch eine Zange. Da unten liegt es doch. Verflucht, da kommt ein neuer Gegner. Schnell. Dreh das Ding. Mach dich mal nützlich bisschen. Wozu ist das bitte? Moment. Drehen, 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 drehen. Der andere wird einfach weggeschoben. Hier ist jetzt auch was entstanden. Was zum Teufel? Also wir können uns hier die Stats holen. Ich sag mal danke. Yay, jetzt sind wir reich. Oh nein! Aber ich bin jetzt wieder hier. Das war nicht geplant. Zurück, 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 zurück. Das sieht so behindert aus, wie der läuft. Aber irgendwie ist es auch geil. Kommt eigentlich der Hund mit oder ist er dann weg? Der müsste ja auch so schwimmen können. Und auffallen tut er auch nicht, weil es ist ja einfach nur ein Hund. Ja, der kommt mit. Okay. Aber wie komme ich jetzt wieder da hoch? Da brauchst du das jetzt gar nicht mehr. Ach so! Oh, da unten ist aber noch ein böser Mensch. So, dann wollen wir mal schön hier hochspringen jetzt, ne? Genau. Los. Nein, nicht runterfallen. Nein! Nicht runterfallen. Genau. Was ist das? Sehr gut. Sehr gut. Perfekt. Wir haben ein Schiff, Freunde. Die sind doch genauso blöd, also brauchen sie sich gar nicht freuen. Yeah. Aber wir werden verfolgt. Nein! Und geentert. Ja, das ist natürlich eine kluge Taktik. Ist ja geil, ey. Die entern uns, sehen uns nicht, wir schnappen uns das andere Schiff. Das ist natürlich ziemlich dämlich. Wenn kein einziger von den Wachen noch auf dem Schiff war. Okay, damit haben wir das erste Level Port Royal geschafft. Macht großen Spaß irgendwie. Ist ziemlich gut, das Game. Bis jetzt. Und wir haben gleich mal wieder eine Trophy erhalten. Geil. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch. Und wenn ihr weiterhin zuschauen würdet bei Lego Pirates of the Caribbean. Bald kommt der nächste Part und wir haben den Hund freigestellt. Das finde ich immer noch geil. Mit dem Hund. Welche Charaktere gibt es denn noch? Den Papagei? Haben wir ja im Intro gesehen. Leider sind wir aber kein wahrer Pirat. Dazu bräuchte man mehr Stats. Aber wie schon gesagt, juckt mich das nicht. Spätestens wenn wir Stats mal 2, mal 4 und sowas haben, ist das Ganze sowieso sehr, sehr leicht zu erreichen. Okay, und der Kompass zeigt, keine Ahnung, nach Norden. Wir kriegen einen goldenen Stein dafür, dass wir das Level geschafft haben. Ja, und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.